Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Portia. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin aus dem Haus gegangen und... Warum bist du so wütend? Ich bin nicht nur wütend, ich bin Fox der FS Welt. Wenn Ginger irgendwas passiert, mache ich dich fertig. Was? Was ist denn mit ihr? Tu nichts, was wüsstest du von nichts. Sie hat ohne Pause an diesem Schmuckstück für dich gearbeitet und ist zusammengebrochen vor Erschöpfung. Was? Nein. Für mich, es ist für dich. Sieh es dir selbst an. Glaubst du ernsthaft, das tut sie für mich? Warte, ich muss was wegschmeißen. Steine weg. Ah, das war nur einer, scheiße. Das bringt mir doch überhaupt nichts. You pay von Ginger. Sie hofft, dass sie dir Glück bringt. Oh. Oh nein. Die soll doch das... Oh Mann. Ah ja, alles Schneider haben wir bekommen. Hä? Was war das andere? Von der Handelsgilde. Ja, Mann, ich hab's wieder voll drauf gehabt. Ich habe jetzt zwei so scheiß Nähmaschinen bekommen, oder? Nee. Warte, ich muss mal mein Zeug einsortieren. Halt, das kann ich hier auch machen. Sort all. Zack. Wisst ihr, was wir jetzt auch machen? Freischalten. Warte mal, es geht ja nochmal eins weiter. Okay, nee, vergiss das. Ich soll jetzt alle freischalten, aber wow. Ginger besuchen. Och, Ginger. Oh Mann. Zuerst muss ich mir mal einen Auftrag holen. Sorry, Ginger. Da kommt der Higgins schon wieder angelaufen. Higgins? Was wollte ich? Eisenholz stehlen. Ablehnen. Stahlmuscheln. Ablehnen. Holzsäulen. Zwei große Rolle, die wollte ich machen. Und dann nehmen wir doch das. Fünf Kristalle, jetzt geht nur ganz Milch. 13 Leder. Ja doch, das nehmen wir mit. Bin ich jetzt schon Stufe A? Verdammt doch mal. Ich muss bestimmt bis 10.000 Punkte kommen, was mich voll ankotzt, Alter. Das dauert doch ewig. Alles muss man die Ginger besuchen. Das geht halt überhaupt nicht. Oh Mann. Die macht mich fertig. Und ich habe sie die letzten Tage fast überhaupt nicht beachtet, Mann, weil ich immer drauf hingearbeitet habe, Alter, auf das A. Ginger. Sie hat sich nur überarbeitet. Es ist nicht allzu ernst. Es ist nur so, dass wir im Moment keine Medizin für sie haben. Ich kann neue Medizin für sie herstellen, doch bis dahin wird sich ihr Zustand leider nicht verbessern. Was genau brauchst du denn dafür? Ich kann herumfragen. Ich habe alle nötigen Bestandteile, außer einer Kaktusfrucht. Der Saft der Kaktusfrucht zusammengemischt mit den anderen Zutaten wird Ginger helfen, sich schnell zu erholen. Dann werde ich danach suchen. Moment mal, wer hat gesagt, dass du einfach... Gas, es ist in Ordnung. Bitte beeil dich, sonst hilf meiner Tochter. Ja, los! Keine Zeit, wir müssen sie suchen. Das geht überhaupt nicht, Mann. Die hat sich wegen mir überarbeitet. Oh Mann. Da? Nee, das war alles nur Bushaltezeug. Mission Cranky Ginger. Hä? Alt falsch da. Brauchst du Medizin für Ginger zu machen? Los geht's! Da poppen wir uns gleich bis zur Brücke. Und dann geht's los. Sollte ich vielleicht schnell ein Ding bauen? Nee, das geht jetzt nicht, das dauert so lang. Wir müssen uns beeilen. Oh verdammt, da könnte ich auch gleich hinlaufen. Oder hinkriechen, so wie es gerade ausschaut. Hey Junge, sie ist krank, Mann. Du musst dich beeilen, Alter. Du kannst es hier nicht rumschlawenzeln. Das Event kommt wahrscheinlich wirklich bloß, wenn die Brücke dann fertig ist, ne? Weil dann kannst du ja keine Kaktusfrüchte ernten.
Oh Mann, ich hoffe, man findet im Laufe des Spiels dann ein Heilmittel für ihre Krankheit. Ich hoffe so sehr. Das sind diese scheiß... Was bist du? Kräuter. Was? Das sind eins und Ding sind 20 Kräuter, willst du mich verarschen? Ja toll, eine Asteria. Oh, geschafft. Wow. Wir nehmen gleich noch ein paar mehr mit. Hau den Kaktus weg. Hau den Kaktus weg. Hinten im Hintergrund siehst du so eine Springschlange da hinten. Das schaut voll geil aus. Im Hintergrund fliegt die Schlange durch die Gegend. Gast, Alter, wie halt voll pissig ist die kleine Sau. Der hat schon einmal von mir aufs Maul bekommen, Alter. Das soll da kommen. Ich muss dann unbedingt mit ihr ein Date starten, Alter. Das geht überhaupt nicht. Das war jetzt kleines Dankeschön. Seid ihr eigentlich auch so welche, die wo sowas in Spielen halt schon mitnimmt? Ich meine, ich bin jetzt echt schockiert gewesen, wie es Kaiser, dass sie zusammengebrochen ist und all das. Warte mal, was? Vor allem, dass die halt sowas ins Spiel eingebaut haben, ist schon... Lustig wäre jetzt das falsche Wort, cool. Aber jetzt wieder dieses... Deswegen habe ich die... Wie ich nämlich in der letzten Folge von der Wüste zurückgelaufen bin, dachte ich mir, naja gut, es ist ja nachts. Eigentlich müsste ja die Ginger irgendwo rumschawenzeln. Und ich habe sie halt nirgends gesehen. Xu, altes Haus. Komm schon, mach. Mach, Xu. Kann ich dir noch einen Zug machen? Das Russo has changed. Ja? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Muss ich noch irgendwas machen? Hallo, Mission? Hm. Okay. Können wir wohl erstmal nichts machen. Vielleicht müssen wir warten und am nächsten Tag passiert dann irgendwas. Wahrscheinlich steht der Penner wieder vor der Tür. Hey, du Arschloch, die will dich jetzt sehen. Also, hey, komm mal, Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh! Nein, natürlich nicht. Ich verdreschen an. Tze, Yu-Gi-Oh! Spielt mit ihm. So, ich habe wieder vergessen, irgendwas brauche ich für... Ah ja, 4 Bronzerohre. Für mein... Wo war's? Großes Rohr. 4 Bronzerohre. So, 2 hier. Wobei, stimmt, ich wollte ja gleich mal 10 machen. Ach komm, mal so sind wir genauso schnell. So, das da. Nimm auf. So. So. Benzin aufgebraucht, na super. Wenn ich das Zeug aufgefüllt habe, dann geht man sofort ins Bett. Ich will wissen, was am nächsten Tag passiert. Über das Benzin aufgebraucht, Alter. Kackt euch doch nicht so ein, da. Von mehr bra... Oh, mir fehlt Kupfererz. Scheiße. So passt alles. Leder, haben wir das Leder eigentlich? Da, Leder. Nee, haben wir nicht. Verdammt. Leder, wir brauchen mehr Leder. Leder. 10. Sonst ab in die Falle. Und dann schauen wir am nächsten Tag doch gleich mal, wie es zu Ginger geht. Ginger, ich komme. Passiert was? Sorry to bother you so early. We're having an issue with the Eufaula Tunnel. Can you come by and take a look? Hey, Midberry Crunch. Was für ein Problem. We're not sure.
There's been multiple mini quakes since we started drilling. I've halted the excavation for now. The Civil Corps is also checking it out. But I want a builder's opinion. Oh, okay. Ja, aber ich würde viel lieber zur... Das undichte Dach. Hochzeit auf dem Prüfstand. Ich muss schauen, wie es der Ginger geht, ey. Das geht überhaupt nicht. Der kann mich jetzt gerade mal... Das Leder hätten wir dann damit eigentlich auch abgeschlossen. Jetzt bauen wir noch schnell diese zwei Röhrchen. Da. Fertigen. Zwei. Können wir das abgeben, kassieren 1000. Und dann kassieren wir auch gleich. Alter, mir schläft der Finger ein. Ah, das ist mein kleiner verbrauchter Finger. Okay, das hat sich jetzt vollkommen falsch angehört. Wo ist die andere eigentlich? Die ist da drüben irgendwo, ne? Hä? Da hinten muss ich mir einen Tunnel anschauen. Gift Exchange. Das undichte Dach. Hä? Handelsauftrag. Ach Gott, die ist gar nicht markiert, ne? Oh, du verarschst mich gerade, oder? Ich habe genau ein Leder zu wenig dabei. Ihr Säcke. Gell? Ah. Penner. Gell ist ein Penner. Higgins! Halt! Ah, ich muss ja in das andere Gebäude neu erst abgeben, dann mitnehmen. Bevor der wieder abhaut und zu der Mine rennt oder irgend sowas. Weil ihr Penner könnt ja einfach unendlich latschen. So, jetzt holen wir uns das Leder. Und dann gehen wir mal hoch, wie ich in dem Auftrag und nicht das Dach, weil das würde mich interessieren. So Nebenquests von Leuten einfach so sind ja dann oft, da, ein Leder ist fertig. Dann gehen wir gleich darum. Gehen nach oben zur Ginger und besuchen sie. Und dann gehen wir weiter zum Tunnel. Duse Donnel. Kurze Kaffeepause. Hey Doktor, warum rennst du hier rum? Oh, mein Kaffee ist leer. Keine Kaffeepause. Ach stimmt, das ist eine Bäckerin, die ist ja da irgendwo. Hallo? Zack. Wieder 62 Town Points. Ah, Ginger. Warte. Vielleicht ist sie wach, dann nehme ich ihr doch gleich mal Rosen mit. Wenn dann richtig. Gibt's irgendwas Besseres wie Rosen? Nö. War eh bloß ein Witz. Es gibt nichts Besseres wie Rosen. Nichts. Deswegen ist mein ganzer Garten mit so einem Zeug auch voll. Okay, sie scheint noch nie wach zu sein. Ich hoffe, ihr geht's bald wieder besser. Oh, die Ärmste. Okay, dann schauen wir uns jetzt erstmal den Tunnel an. Da haben wir hier auch was zu erzählen, hey Gast. Du alte Flitzpiepe. Eigentlich sollten wir fast... so eine Station mitnehmen. Ja, hopp Leute, wir schauen jetzt erstmal, ob wir so eine Station jetzt auf einmal hinbringen. So eine TÜV-TÜV-Station. Und dann haben wir gleich mal eine Möglichkeit, da hinzufahren. Ach, das undichte Dach wollte ich mir doch nur anschauen. Was braucht man dafür? Oh nee, wir brauchen dafür irgend so einen Farbstoff, ne?
Hallo? Da, Töfte-Faltestelle. Oh, Bronzerohre. Bronzeplatten? Faserstoff. Wie viel Faserstoff habe ich? Faserstoff habe ich 17. Das heißt, wir kriegen locker 2 Stück hin. Bronzeplatten habe ich auch irgendwo. Hallo? Da, 30 Stück. Was war es noch? Bronzerohre, ne? Die sind ja gerade am Arbeiten damit. Nein, sind sie nicht. Aber ich habe hier 12 dabei. Ja! Hartholz... Ah, verdammt. Wehe, das scheitert jetzt an den Hartholz-Dielen. Nein. 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 Da! Warte. Sortieren. Zack. Die Rohre sind weg. Was ist denn? Ich hatte irgendwo noch Rohre. Das dritte? Nein. Das vierte? Nein. Fünfte? Nein. Hä? Da! Tatsächlich, ich hatte noch ein paar Rohre rumliegen. Zack, zack. Hä? Oh ja. Hopp, pack ein! Wir haben keine Zeit hier, das Tageslicht ist teuer. Alter, wenn man da immer so schnell bauen könnte. Und los. Warte. Nein, 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 nein. Okay, hier ist alles leer, deswegen passt schon. Das hat jetzt irgendwie wie ein viel größeres Lama, kann das sein? Dämliches Lama. Oh man. Wie mein schönes Schmuckstück hier ist. You Pay von Ginger. Ein Jade-Schmuckstück hat sie extra gebaut. Ja, gut, dass du nicht so schnell läufst. Mensch, Minium. Ich muss auf jeden Fall mehr schauen, dass ich dann jetzt dann demnächst wieder Kupfer sammle, damit wir eine Bronzebahn herstellen können. Weil man... Die schaut einfach so geil aus. Ey, der ist so fett, das Riesenzeug rumschleppt. Und zack. Yeah, wir sind Hulk. Ein Hulk. Wir sind ein Hulk. Ich kann meinen Finger wegen ausruhen. Ich muss bloß laufen. Aua. Ich bin gespannt, wie groß die das Spiel an sich noch machen. Weil es ist ja eigentlich schon groß, ne? Du kannst so viel Mist schon drin machen. So viel Feste und sonstiges Zeug. Also nach meiner Meinung steht es in Stardew Valley nichts nach. Muss man dazu sagen. Der 3D-Look ist auch echt gut. Du hast auch immer was zu tun. Ich finde das Beziehungssystem finde ich sogar besser wie in Stardew Valley, weil, sei mal ehrlich, man hat in Stardew Valley gegoogelt, was die am liebsten mag, hat so viel davon gekauft, wie es geht und hat sie jede Woche zweimal damit beschenkt und hat sie vollkaut. Bis sie einen geheiratet hat und dann hat man irgendwann noch ein Kind und so und das war's dann. Das Beziehungssystem, wie gesagt, finde ich hier besser. Die Events sind auch lustiger. Weil man mehr machen kann bei den Events. Das Geschenke-Regen oder sowas. Oder dieses Pferderennen, was ich vermasselt habe, weil ich jetzt halt erst mitbekommen habe, was ich da machen kann. Wie ich ein Pferd mieten kann. Da steht ja die eine Lusche steht da vor der Tür. Der darf immer nicht mit. Die eine erkundet immer, der andere haut alles weg und der ist meistens der Typ, der wo irgendwo rumläuft. Ey, Moment mal, ich kann ihn nicht reinlassen. Al und Sam sind da drin, um die Ursache der Erdbeben herauszufinden. Mint wollte, dass ich mir das auch anschaue. No can do. Alo's orders. Until they can figure out the mini-quakes, no one goes in.
Irgendwas passiert jetzt, oder? Oh nein, durch dieses Beben geht er. Slow down. Oh no. Tja. Wer will uns aufhalten? Niemand. Niemand hält uns auf. aber ich halte euch jetzt auf. Oder ich spanne euch auf die Folter. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen dann das nächste in der... den Rest in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus.